Einen schönen guten, meine Hexen, Magier und Zauberer. Ja, heute mal nicht Hede. Heute mal Harry Potter. Harry Potter, die Magie erwacht. Ja, es kommt. Es kommt am Dienstag, den 27.06. kommt es offiziell nach Europa. War schon angekündigt für Weihnachten, also vor Weihnachten sollte schon rauskommen letztes Jahr, ist aber warum auch immer nicht passiert. Ich habe schon mal so eine kleine Probeversion, konnte man runterladen, konnte man schon mal so ein bisschen anspielen und ich bin richtig begeistert. Und ich freue mich wie so ein kleines Kind, wie auf Weihnachten, dass es endlich rauskam vor Weihnachten, aber kam nicht. Aber jetzt kommt es raus und ich freue mich riesig drauf, wirklich riesig. Weil von der Grafik her, ich bin da richtig begeistert vom Spielen her. Und ich werde natürlich Dienstag auf jeden Fall ein Video darüber machen, was man so machen kann. Ich habe auch keinen großen Plan. Ich werde mich da auch erst reinfuchsen müssen. Es ist da wirklich ein neues Spiel von Anfang an, was ich schon immer auch mal machen wollte. Und wir werden sehen, wie zu spielen ist und was man so entdecken kann. Also in der Probeversion war es schon mal gewesen. Ich konnte mir einen Zauberstab aussuchen. Ich konnte mir mich einkleiden. Wie weit das für umsonst ist, weiß ich nicht. Manche Sachen wird es wahrscheinlich auch zu kaufen geben. So finanzieren sich ja natürlich die Spiele. Aber ich hoffe, es wird nicht zu doll auf den Geldbeutel gedrückt. Und wie gesagt, registriert euch auf jeden Fall vor. Es gibt schöne Sachen, wie ich gesehen habe. Irgendwelche Karten, Schlüssel, wofür wir das brauchen, weiß ich nicht. Ich weiß, diese Magiekarten kann man dann halt erlernen. Und die Magie steigt dann von Erlernten zu Erlernten und so levelt man sich dann nach oben. Man hat dann Duelle mit dem Haus. Ich weiß nicht, ob man Gemeinschaften machen kann oder wie auch immer. Oder ob man alleine spielt gegen Gegner, gegen Tiere oder wie auch immer. Aber das werden wir natürlich alles rausfinden. Zum Beispiel hier fliegen. Ich bin auch einmal ums Schloss rumgeflogen. Das ist alles möglich. Also 3D-mäßig hier richtig geil gemacht. Ich bin wirklich fasziniert. Also registriert euch auf jeden Fall vor, ihr kriegt eine E-Mail und könnt euch da komplett schon anmelden mit Namen, euer Nicknamen und könnt schon mal schöne Sachen abkassieren. Warum auch nicht, was man umsonst kriegt, soll man natürlich mitnehmen. Wie hier zu sehen ist, im Duell wahrscheinlich einzeln und dann sieht das hier nach einer Gruppe aus, die zusammengeschlossen ist. Richtig geil, also ich bin richtig fasziniert. Also es kann... Ja, doch, ein Aufbauspiel ist es schon, aber nicht, ist was ganz anderes als Hades. Es ist natürlich auch mit Kampf und sowas. Der eine mag es, der andere nicht, aber für einen Harry Potter-Fan, so wie ich, ist das ein absolutes Muss. Und ich bin richtig begeistert. Bin richtig begeistert. So, das Haus könnt ihr euch dann aussuchen, welches Haus ihr wollt. Bücherei hier. Und dann können wir lustig drauf loszocken und Zaubersprüche lernen, Zaubertränke lernen und ja, magische Pflanzen anpflanzen, magische Tiere züchten, wie auch immer, was da alles möglich ist. Wir werden es natürlich sehen. Das war natürlich auch im Vorwegspiel schon gewesen. Man kommt unter den Hut, kann natürlich das Haus aussuchen. Einmal ins Schloss rumfliegen. Wirklich. Geil. Ja, ich bin begeistert. Ihr seht es, ich bin wirklich richtig begeistert. So, das Video werde ich natürlich, das ist das offizielle Video, werde ich natürlich hier runter verlinken oder ihr guckt mein Video nochmal an. Wir sehen uns auf jeden Fall Dienstag zu Harry Potter, die Magie erwacht.